Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Doors, heute mal mit dem Castcrafter. Hallo. Na, was geht bei dir? Ja. Sehr gut. So, in den letzten Folgen habe ich ja ein bisschen mit anderen Leuten aufgenommen und auch ein bisschen was gelernt. Wie zum Beispiel habe ich den C3 Processor gesehen, oder? Hieß der so? C3 Processor? C3 Processor. Und davon haben wir auch ein paar in Auftrag gegeben. Wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir denn 64? Haben wir schon den Stack? Ne, 3 haben wir, Leute. 3 haben wir erst. Aber gut, damit können wir ja schon mal anfangen. Eigentlich bräuchten wir einen coolen Raum dafür. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Aha. Und ich würde fast schon sagen, hier. Ich mache jetzt erstmal hier einen kleinen Raum dafür. Ja, ja. Pass auf. Und dann können wir da schon mal alles so reintun. Ich glaube, wir brauchen natürlich ein paar mehr, weil die brauchen, glaube ich, viel Strom und lange Zeit. Das, brauchen die wirklich lange? Ne, ich glaube nicht, dass die lange brauchen, aber da wir relativ viele Seeds bekommen, genau, da dauert es halt wahrscheinlich sehr, sehr lange. Oh. Okay, muss ich noch alles schön bauen. Ich habe alles schön gebaut, außer das gerade. Oh, warte mal, mein Handy geht gerade. Was? Ich mach mal leise. So, alles gut, jetzt bin ich wieder voll für euch da. So, okay. Könntest du mal Laboratory Glowstones Blöcke holen? Laboratory Glowstones Blöcke. Dann ein Relay. Aha. Und Laboratory Conduits. Glowstone Relay. LV oder MV? Was? LV oder MV? Nein, ein Refined Storage Relay. Ach so. Oh Mann, ey, der hat nix Ahnung, ich schwör. Und Conduits. Ja, genau. Der hat nix Ahnung, ich schwör, Alter. Voilà. Und Thyrian-Bodenblöcke. Thyrian-Bodenblöcke. Dann haben wir hier schon mal gleich die Kammer ready. Ach, ich glaube, das ist viel zu klein. Aber wir machen jetzt erstmal. Ist das der C3 Processor Raum? Raum, genau. Ich glaube, wir lassen nach hinten mal die Wand nochmal weg. Okay. Ich kann mir vorstellen, da müssen wir vielleicht ein bisschen was nur anbauen. Kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht genau so. Das ist denn jetzt mal nicht wichtig. Und nehmen wir die auf. Wir bekommen ja nur 140.000. Das ist jedes Mal, wenn ich die Folge aufnehme, immer ein bisschen mehr. Ja. Dem einen erzähle ich so viel, dem anderen so viel. So, warte mal, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen den. Ne, hinten noch nicht. Oh, noch nicht. Ja. Wow. Hab da nichts gemacht. Voll so drückt. Dann brauchen wir noch Kabel. Ich hol schnell. Ich hab doch. Kannst du noch nicht behandeln? Gib mir Kabel. Ja, hier. Und da. Und da. Und da. Und da. Und ein Relay. Und da. Ah, danke schön. Den hast du auch. Relay habe ich auch, so. Schon lange. Ausgezeichnet. Das ist im Grunde. Ich finde das immer geil, um das irgendwie durch die Wände zu führen. So ein Relay. Ja. Damit kann man die Kabel auch ausschalten. Dafür ist es ursprünglich. Ah. Kannst du mal einen Exporter holen? Mit einer Diamond Chest? Mit einer Diamond Chest. Und einem Stack Upgrade und 3 Speed Upgrades. Und einem Stack Upgrade. Und die Reprozessor rausnehmen und Item Conduits. Ah. Aber das wie? Boah, das ist voll krass. Ich wäre bestimmt voll der geile Arzt. Item Conduit. Ja, schon, ne? Ich brauche das und das. Und das Bein von dem Typen da hinten. Echt jetzt? Das Eisen-Upgrade war nicht unbedingt dabei sein sollte. Ah, okay. Was für ein Upgrade? Eisen-Ingot. Achso, hast du mir einen gegeben? Okay. Ja. Ohr. Nicht Ingot. Ach, Ohr. Oh. Exporte. Ich glaube, davon brauchen wir mehrere, ne? Nein. Nein. Dann nehmen wir erstmal einen. Doch, eigentlich schon. Ja. Okay, mach vorne noch einen dran. Selbe Konstellation. Stack Upgrade, 3 Speed Upgrades. Oh, das wird jetzt aber krass. Bah. So. Ah, ne, das ist Strom. Lol, bin ich dumm. Ich wollte gerade fragen, warum verbindet nicht? Dann brauchen wir 3. Plus 3 sind 6, oder? Oder? Ja. Okay. Das ist gut. Wie funktionieren die Reprozessor denn? Haben die irgendwie einen Eingang, Ausgang? Ist das scheißegal, wo da was rein und rauskommt? Bestimmt haben die einen Eingang und Ausgang. Und da wir nach hinten weiterbauen wollen, werden wir hier, warte mal, 1, 2, 3. Ah, der Scheiße. 2, 3. Oh. Das ist gut. 1, 2, 3. 4. Oh yeah. Toll. Die sehen voll aus wie die Blöcke hier. Also ein bisschen, oder? Stimmt. Auch mit dem Schatten da drauf. Eigentlich würde ich die jetzt in eine Mobfarm stellen. Ja. Und die brauchen bestimmt auch noch Strom.
Ja, wirklich? Denke ich, oder? Brauchen die Strom? Sieht nicht so aus, ne? Brauchen die keinen Strom? Was sind das denn für OP-Blöcke? Machst du mal an sie rein? Die brauchen bestimmt einfach nur super lange. Und? Ja. Ach, geht? Ja, der macht was. Dauert zwar ein bisschen, aber er macht was. Cool. Okay, warte. Und der brutzelt. Werfen wir mal Stier rein. Mal so eine Scheiße, ich habe ja schon dritte Mal den Block jetzt abgebaut, ey. Warum? Weil ich schon in den Eimer abbaust. In der einen Folge, ne, da habe ich hier über Licht gesetzt. Ich glaube, ich habe das 6 Mal gesetzt und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt die Folge zu Ende. Weil ich immer wieder am Anfang von dem Raum war und nichts gesetzt hatte. Oh. Da dachte ich so, das war aber erst nachdem weiterer Spieler auf dem Server kam. Aha. Also seine Schuld? Ja, auf jeden Fall. Okay. Richtig. Dann dumm. Ist das okay. Könntest du hier noch eine Diamond Chest bauen mit einem Importbus? Diamond Chest mit einem Importbus. Und wir müssen mal gucken, wie man jetzt die Sachen am besten rauszieht. Ich glaube, so gibt das echt Fummelarbeit, aber wir gucken einfach mal. Ein Importbus. Ist das so oder muss die anders? Ne, so wie die andere da steht. Okay. So steht die da. Und dann sollte es gehen. Also, dann geht's hier hoch. Oh, falscher Knopf. Shit. Wohl theoretisch hätte man wahrscheinlich auch ganz viele Importbusse von unten dran machen können, ne? Ja. So gesehen. Nein, mir fehlt ein Item-Conduit. Wirklich? Ja, eins. Item-Conduit. Wir haben keins mehr. Insert. Da kommt's rein. Da kommt's raus. Boah, da wird es aber irgendwie kacke, ne? Wir müssen rein und raus bestimmen an den Dingern. Er hat rein und raus gesagt. Da, das meine ich. Weißt du, man baut hier alle Blöcke ab und dann ist er wieder am Anfang und hat keinen Block abgebaut. Das ist doof, wenn das passiert. Und das passiert immer. Das mag ich nicht. Ich auch nicht. So. Na, eins. Und überlege ich gerade, wie kann man das denn cooler machen? Insert. Dann. Warte. Was denn? Nicht aber rein und raus das Beste, oder? Eigentlich schon. Warte mal, hast du mal so einen Seed, der da verarbeitet wird? Ja. Ich nehme einfach mal. G2 Crafting ist doof. Jelorium hier. Weil ich würde gern sehen, ob der wirklich das rauszieht, was er rausziehen soll. Ja. Ah, da ist er, dankeschön. So, mal angenommen, der wird jetzt hier in die Kiste gepumpt. Zack. Haben wir davon nur einen? Nee, 8 Stück. Brauchst du mehr? Soll ich die reinlegen? Ja, leg mal rein, genau. Ah, ich hatte ja auch noch einen, ich blöd, Mann. Ah, warte mal, der kommt noch auf. Always active. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Nein, irgendwo? Ah, die sind hier. Ach, hier. Lol. Nee, gar nicht da. Was nee, das sind andere. Drin. Warte mal, raus. Aber die sind weg. Also sind sie irgendwo drin. Ach, sind die weg? In der Kiste. Hier, in der Importkiste. Lol. Mal so eine Scheiße. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Item-Filter dran machen. Oder aber... Man macht raus oben. Kann man natürlich auch machen. Ja, wir geben dem eine andere... Farbe? Eine andere Farbe. Ja. Okay, braun. Und dann sind die ganzen Export-Dinger halt auch braun, ne? Okay. Also ja. Du bist schon unten im Loch. Aber zum Glück steht das da dran. Warte mal, Insert. Extract. Der ist braun. Hä? Geht oder was? Können wir ausprobieren? Läuft's? Oh, warte, hier ist nur Insert und Extract. Oh, ja. Ja, da war ich noch nicht dran so richtig. Brown. Go. Brown. Und? Ja, geht. Also jetzt kommen zumindest die Dinger hier an. Ja, zumindest werden die da rausgezogen. Jetzt müssen allerdings die anderen noch rein. Oder man hat wirklich oben den Eingang. Achso, die gehen noch nicht. Nö, die werden nicht rausgezogen. Obwohl der Eingang ja gesetzt ist. Also wir machen es gerade auch hier so zum ersten Mal. Und der ist auch auf grün? Ja, ne? Irgendwie schon. Ja, da muss der bestimmt von woanders hin. Scheiße. Was natürlich doof wäre, aber...
Ja, kann man nichts machen, ne? Leider nein. Aber dann kann man das so machen, warte mal. Oh. Kannst du mal gucken, dass du den oberen mal einstellst? Du Insert? Ja, genau. Ja, funktioniert. Der hat gleich angefangen, den zu verarbeiten. Also ja. Oben rein, unten raus, okay. Dann braucht man auch keine andere Farbe. Nee, zum Glück. Boah, zum Glück, genau, hat voll lang gedauert. Extract. Extract Green und Extract Green. So haben wir alles, glaube ich, ne? Green, Green, Green. Das kommt da raus, da rein. Dann müssen wir hier noch Insert Green machen. Yo! Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir machen, wir schmeißen ja gerade alle Seeds, die wir bekommen, weg. Ja. Also hier oben in der Anlage. Und die kann man halt weiterverarbeiten, auch zu Essenzen. Deswegen würde ich mal sagen, wir schmeißen keine Seeds mehr weg. Sondern verarbeiten sie. Genau, sondern verarbeiten sie. Die ploppen hier aber manchmal von dem... Warum? Verstehe ich nicht. Von dem Fließband? Ja, genau. Immer noch? Irgendwie schon manchmal. Oh nein! Und ich nehme mal ein ganz normales Conveyor Belt. Ach hier, meinst du, lol. Dann müssen wir da auch mehrere Kisten machen. Ich glaube, die ploppen nicht runter. Guck mal, die bewegen sich. Das ist einfach nur eine Anzeigefehler. Achso, okay. Wahrscheinlich, weil zu viele gerendert werden oder so. Was macht der denn jetzt? Oh nein! Oh, hat er das gute System kaputt? Ja! Wieso ein gutes System kaputt? Wir brauchen einfach nicht mehr. Stimmt. Mann, ist das jetzt ein gutes System, das du da gebaut hast. Ich weiß. Richtig geil. So. Und ich hoffe, das läuft nicht über. Sollte aber gehen. Wenn es überläuft, geht es halt hier in den... es läuft doch über. Oder sieht nur so aus, kann auch sein. Okay. Nein. Jetzt behalten wir auch alle Seeds voll gut. Yeah. Boah, da will man mal eben rüberfliegen und will landen und dann ist man im Wasser, weil man früher gelandet ist. Als der Server meinte, dass wir gelandet sind. Warum ist denn hier Erde? Oh lol, hast du die Lilipätzchen gemacht oder jemand anders? Ja, die habe ich mir gerade zusammengeholt. Ah. Infernium. Nein. Conduit. Was denn? Schmeißt du Infernium Tier 5 Seeds gerade weg? Ne, eine nicht. Werden die dann verarbeitet? Wahrscheinlich, oder? Weil weggeschmissen werden wirklich nur Items, die super doppelt sind. Ah, ne. Alles gut. Ich glaube, die habe ich doch mal Seeds. Ich glaube, die habe ich doch mal weggeschmissen. Das war richtig dumm, mich gerade. Ja, da hatten wir bestimmt ein paar tausend von, ne? Nein. Nein. Ich glaube, davon, so Quatsch jetzt. Ich glaube, davon hatten wir vielleicht 4. Tipp ich mal drauf. Genau. Ungefähr. Hallo. Heiko. Hier bitte. Kannst du noch Kabel anschließen? Peter. Oh, ich mach mal ein Rezept für Conduits. Also, Item Conduits. Ja, genau. Kabel. Und das, wie heißt das? Hinten das Kabel? Kabel. Von den Kabel schießen. Von dem Importer. Zu dem Refined Storage Cable. So. Okay. Du weißt, was ich meine. Kann das einfach oben rum oder so? Ja, oder? Klar, bestimmt. Das kann das bestimmt. So, warte mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Item Conduits. Oh. Dann brauchen wir das. Oh. Und wir brauchen, ich glaube, die Barren habe ich noch gar nicht, ne? Oh, Pulsating Iron Essence. Ja, geil. Wie cool ist das denn? Insert. Insert. Ich finde das auch voll gut, dass er auch hier die Processing-Pattern einfach machen kannst mit Shift-Rechtsklick. Also er erkennt sofort, was du brauchst. Ja. Das ist so krass. Hier zum Beispiel. Zack. Ja. Wir haben die schon drin. Kann ich wegschmeißen. Okay. Und normalerweise müsste ich mir jetzt Conduits bestellen können. Wieso machen wir eigentlich einen Stack- und Speed-Upgrades in die Exporter? Gehen wir so schnell die Seeds auf? Ja, vielleicht, wenn da relativ viele stehen, schon. Weil das Problem hatte ich hier auch bei dem Crafter, dass die einfach nicht abtransportiert wurden in der guten Geschwindigkeit, wie die gebaut wurden. Oh oh. Also ich meine, das ist jetzt noch ein Pipi-System, da sind jetzt relativ wenig drin, ne? Aber wenn da ein Stack steht. Eben. Dann geht's ab. Nur eine Finder, die da reinmacht. Warte mal, Insert.
Zack. Warte mal, ich mach ganz kurz Extract fertig. Runter? Ja, always active. Ist immer noch auf braun oder hast du den Channel geändert? Nee, alles grün. Okay. Dann müssen die anderen auch wieder. Ah, nee, hast du auch. Mein Gott, ist der schnell. Ja, klar, Alter. Was ist denn los mit dir? Einsatz steht hier überall. Wird das einfach nur so ein fettes Feld oder bleiben die Abstände dazwischen? Ne, man könnte die Abstände dazwischen lassen. Man baut die halt einfach nur nach hinten bis zum Ende der Map. Uneffizient. Nein, ein bisschen Style muss da rein. Yeah. Und wir brauchen noch ein paar Seeds. Und das ist unser Gebiet. Seed. Oh, warte mal, da wird gerade was gebaut. Seed. Ah, hier haben wir welche. Gold Seeds und die werden dann halt auch zu Gold Essenzen. Voll gut eigentlich. Yeah. Warte mal, hier zwei Crafting Seeds und so, die brauche ich ja nicht, ne? Inferium Seeds, die können weg. Inferium? Ja, dass die quasi umgebaut werden, Tier 5. Ja. Okay. Das macht Sinn. Ach so, das wären dann die größeren Dinger, ne? Größeren Dinger? Die größeren Essenzis, oder? Essenzis? Die Tier 5 Dinger werden zu coolen Geräten in den Prozessoren. Die werden, glaube ich, halt zu 5 Essenzen oder so dann. Ah, so, okay. Dann ist alles gut. Also zu den normalen Essenzen. Oh. Okay. Dann ich wissen. Ah, da, guck mal. Vibrant Alloys, ja, zwei Stück. Nice. Und weg sind sie und abgepumpt werden sie. Okay, zumindest läuft das System schon. Wie spät haben wir? Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, guckt beim Castcrafter vorbei. Und denkt dran, jetzt am Wochenende kommt Tür 4 am Start. Wieder neue Modifikationen, die wir hier reinsetzen können. Und ich glaube, dass es echt noch krass wird. Also, wir kriegen den Server noch richtig down. Nicht nur so drei Viertel. Genau, nicht nur so drei Viertel, dass nur die Hälfte wieder gebaut, nicht mehr gebaut ist, die wir halt hingebaut haben. Also wir schaffen das schon komplett. So ist das ja nicht. Okay, ein Stack-Connect haben wir gebaut. Sehr, sehr geil. Und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss.